The Mavericks. Han fortsætter deres mæssigdoms. Sådan meget. Elvis is back. Alles weitere nach dem Intro. Da ist er, der Elvis. Hab ihn heute abgeholt vom Quadcenter Friedberg. Vom Quadcenter unseres Vertrauens, da seht ihr es, Quadcenter Friedberg. Da könnt ihr hin, da stand er jetzt. Wir waren ja 2,5 Monate in Griechenland. Da haben wir ihn einfach mal hingestellt, auch natürlich, weil Elvis verkauft werden sollte. Hat sich auch ein Käufer gefunden, aber da gab es ein, zwei Ungereimtheiten. Deshalb mussten wir den Kauf wieder rückgängig machen. Hat aber auch alles wunderbar funktioniert, ist aber auch kein Thema. Das machen wir dann. Und ansonsten habe ich ihn heute geholt. Wir haben heute Sonntag, den 10.09. Und da steht er in voller Montur. Ihr kennt ihn ja, hat ja schon ein Video gemacht. Aber trotzdem, verkaufen will ich ihn jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ich bin von Friedberg hier nach Frankfurt gefahren und hatte jetzt auch die Online, die X53 oder 2, glaube ich war es. Genau, die habe ich heute abgefilmt und gestern auch nochmal. Für den lieben Tobi vom Quadcenter Friedberg. Freundschaftsdienst natürlich und durften sie auch natürlich testen für euch. Richtig geiles Quad, also freut euch schon mal aufs Video, das kommt ja demnächst dann. Muss ich nur noch schön zusammenschneiden natürlich. Das hier ist jetzt eins, was ich jetzt auf die Schnelle machen wollte, um euch nochmal hier den Elvis zu zeigen. Falls ihn einer wirklich haben will, dann werde ich ihn nur für 9.500 Euro verkaufen. Festpreis, also keine Verhandlungsbasis, also bitte nicht erst versuchen oder probieren. Elvis steht hier, wie gesagt, wie neu, hat natürlich seine Kilometer, würde ich dann unten in der Beschreibung nochmal reinschreiben, aber ich habe jetzt überhaupt keinen Druck, hatte ich vorher auch nicht, ihn zu verkaufen. Wollte halt unbedingt die Tausender, aber jetzt, nachdem ich so lange und auch in Griechenland bin ich ja einige Quads gefahren, die Camperfreaks uns wirklich auch verfolgen, die wissen, wir haben da jetzt etliche, nein, nicht etliche, aber einige ATVs jetzt gefahren. Und zum Teil durchwachsen, zum Teil aber auch gut. Aber ich bin froh, die TGB Blade 600, da ist wirklich ein Traum. ATV, also kann sich wirklich sehen, das sind hier LED-Scheinwerfer vorne wie hinten. Hier schöner Rammschutz, schön in diesem Orange Neo. Und unten haben wir natürlich auch hier die Seilwinde, die ist hier versteckt hinter dem Kennzeichen. Ja, also alles da, was man braucht. Ah, super, das sieht alles geil aus. Also geile Stoßdämpfer da. Also, da kann man echt nicht meckern. Das sieht gut aus. Muss ich nur noch sauber machen, das ist das Einzige. Ja, der Elvis steht hier wie neu, meiner Meinung nach. Der hat keine Kratzer, keine Blessuren, unfallfrei sowieso. Der hat nichts, ihr kennt mich ja, ich hasse Kratzer, Beschädigung etc. Und da ist gar nichts. Und was toll ist, auch hier diese Schmutzfänger, sage ich jetzt mal, sind wirklich aus Hartplastik, nicht aus so labbrigem. Kann man auch mal, ist überhaupt kein Thema, das ist Geschmackssache. Mir gefällt es aber lieber so, als dieses Labbrige da. Hier die LED-Scheinwerfer, hinten auch geiler Auspuff, natürlich hier Anhängerkupplung. Da ist auch die Steckdose, die gehört auch dazu. Da die Mehrpolige da, wenn ihr was anschließen solltet. Und die 600 TGB Blade kann ich einfach nur empfehlen. Langzeittest, jetzt hat sie absolut bestanden, hat sich echt bewährt. Am Anfang das eine da ein bisschen mit dem Öl, aber da war es nur, weil die Schraube da locker war. Ansonsten war gar nichts an der Maschine. Ach so, nicht ganz. Tacho, genau, musste auch umgetauscht werden. Das hat jetzt auch nicht am Anfang so gut funktioniert. Gab es einige Schwierigkeiten, aber es war eher ein Softwareproblem. Dann hat man gesagt, okay, wir tauschen ihn komplett aus. Nehmen wir auf Nummer sicher, natürlich Garantie, und seitdem läuft die Maschine wie eine 1. Und der Koffer ist auch mega geil, Sozius sitzt geil, da unten Trittstufe, also Tritt dafür für die Füße, die Schuhe, und einfach noch geil. Also wie gesagt, das war jetzt ein Spontan-Video von der TGB Blade 600. Wie gesagt, Langzeittest absolut bestanden, bis auf die zwei kleinen Mängelchen, die auch repariert worden sind auf Garantie, und seitdem macht sie wirklich keine Murren, keine Mucken, keine Macken mehr, gar nichts. Also bin super happy. So, das war's auch schon mit dem Video, mit dem Kurzvideo, mit dem Spontanvideo.
abonniert unseren Kanal, lasst ein Like da, kommentiert. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal bei den Camperfreaks. Und ich verabschiede mich mit dem Messiturm. Da ist er von Frankfurt.